Ja, Mahlzeit, Taschenmesser, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Victorinox Explorer Video. Ich habe hier die einfache rote Ausführung. Ich habe im letzten Video schon erzählt, es gibt ja auch eine schwarze Ausführung. Da ist auch noch ein bisschen mehr Zubehör dabei, ne? Unter anderem die Griffschalen für den Kugelschreiber und hier der kleine Schraubendreher und die Nadel ist serienmäßig wieder dabei. Und es hat schwarze, coolere Griffschalen, ne? Ja, dann komme ich heute nach Hause. Was finde ich in der Post? Ein kleiner wattierter Umschlag und ein Zettelchen vom guten Uwe. Der schreibt: Hallo Dennis, für deinen Explorer. Viel Spaß damit. Gruß Udo. Und was hat er mir mitgeschickt? Sozusagen das Umbau-Kit nach dem Motto: Bau dir dein eigenes schwarzes Explorer mit dem ganzen Zubehör. Das ist ja so cool. Ne? Hier ist die Nadel, die Victorinox-Nadel, da kann man ja, die haben einen schönen großen Kopf, damit man es gut ziehen kann mit dem Fingernagel. Ein Kugelschreiber, der kleine Schraubendreher und natürlich ein schwarzes Lanyard und schwarze Griffschalen, aber jetzt nicht einfach nur die schwarzen Griffschalen für den Kugelschreiber. Nee, er hat ja hier so Spezialgriffschalen. Ich hoffe, man kann es vom Licht her erkennen. Die haben, vielleicht muss ich gerade mal ein bisschen drehen, damit das Licht besser stimmt. Da macht er hier so eine Riffelung rein, ne? Total abgefahren. Dadurch haben die richtig schönen Griff. Da sind einen ganzen Haufen feiner Längsstreifen. Ne? Das wird wahrscheinlich warm gemacht und dann werden die hier irgendwie so reingeprägt. Und da sind natürlich super cool. Da siehst du nicht jeden Fingerabdruck drauf, jeden Fettfinger. Ne? Da siehst du auch nicht jeden Kratzer drauf. Und du hast natürlich Bombe Grip, ne? Weil die halt wirklich gut in der Hand liegen. Ne? Weil das ist ja normal. Das sind ja die Kunststoffgriffschalen glatt. Ne? Und die sind jetzt so matt geriffelt, ganz fein. Und die sehen ja super cool aus. Das ist ja der Hammer. Vielen lieben Dank. Jetzt werde ich mir mal gleich passendes Werkzeug organisieren. Ne? Ein Lappen, eine schöne Breitzange, die wieder vor sich drauf zu klippen und ein zweites Wick, um die hier schön abzuhebeln. Und dann werden wir jetzt natürlich gleich mal aus dem Standardroten Explorer das absolut gepimpte Explorer machen. Und ich glaube, an der Tür habe ich schon den guten Sigi von der DHL. Und ich glaube, hier kommt eine weitere Lieferung. Stilecht mit einem anderen Victorinox nehmen wir hier dem mal die Griffschalen ab. Ne? Die eine habe ich schon angefangen. Das ist immer ein bisschen, bis man da drunter kommt, unter die Griffschale. So, da kommen wir eigentlich relativ gut drunter. Nun gucke, dass man unter die Kunststoffschale kommt und nicht unter der Liner. Und dann bis zur Seite fahre, wo eine dieser Rasternase ist. Und dann vorsichtig abhebeln. Ne? Dann gehen die relativ gut runter. So, machen wir mal ein bisschen sauber. Mal schön die Niete, wie das aussieht. Interessant, oder? So, jetzt kommt das dran gefriemel wieder der Griffschalen. Die hier muss auf die Seite. Und die muss auf die Seite. Dazu packen wir das Ganze dann in Zewa. Doppelt und dreifach, dass man da die Griffschale verletze. Da kann man da ganz vorsichtig mit einem breiten Zängel das ein bisschen andrücken. Damit es nicht so hin und her rutscht, wenn man das einpackt, kann man das ja einfach mit einem Tesafilmstreifen ein bisschen fixieren, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Einmal kräftige Tesafilm außenrum. So. Dann bleibe die Griffschale nämlich, wo sie sein soll. Ne? Man die ein bisschen schütze, die Griffschale, indem man das Ganze hier ein bisschen einschlage in den Zeber. Schön stramm, dass die Griffschale geschützt bleibe. Und versuchen wir jetzt mit der entsprechenden Abstand der Zangenköpfe da Druck drauf zu bringen, um die Dinger zusammenzudrücken. Ne? So. Vorsichtig drücke. Gar kein knackendes Geräusch bei der. Man kann vielleicht an der Wärmebehandlung liegen, aber ich weiß nicht, ob es mit Wärme macht. Ich
Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen. Ich muss es mal raussuchen. So. Dreistellereimer kurz gedrückt. Und die sehen jetzt absolut an der Platine abschließend aus. Ne? Schönes mattes Rillendesign. Sehr gut. Müssten. Ja, ich sehe keinen Spalt mehr. Schließe absolut plan ab. Dreimal drücke reicht. Nicht zu feste. Ja, ich warte jetzt auf den Abmacher. So, und schon haben wir das Teil im schwarzen Kleid mit richtig cooler Grip-Optik. Die werden für gewöhnlich so durchgeschlauft, ne? Diese Victorinox Lanyards, aber erstens gehen die ständig als wieder wegen auf, lösen sich, kann man mal abfallen und sie sind dadurch ein bisschen kürzer. Ich habe es gerne ein bisschen länger. Ich tue die wirklich als hier durch das Schlüsselrändchen schlaufe. Sieht zwar nicht so Victorinox-like aus, aber ich finde es so wirklich praktischer, wenn diese Lanyards, die sowieso schon verdammt kurz sind, und man dann auch wirklich in voller Länge auch nutzen kann. Ne? So, einmal hier durch und dann durchziehen. So, dann kann man es in ganzer Länge nutzen. So, dann kommt natürlich cool hier noch der Kugelschreiber rein. Machen wir auf die Seite, kann man auf die Seite das, nein, auf die Seite ist der Zahnstocher. Sieht man schon von der Rundung an, das kann gar nicht anders passen. So. Dann haben wir hier die kleine Stecknadel, haben wir hier noch ein Loch dafür. Ne? Und noch der coole kleine Schraubendreher hier rein. Wow. Pimp My Explorer. Übrig bleiben die Griffschalen, die packen wir mal auf, die kann man nochmal verwenden. Ich habe schon so ein Kistchen, wo ich jede Menge Victorinox Zubehör sammle. Und jetzt sieht das Teil aber wirklich abgefahren aus. Ne? Und man hat nochmal zwei Feature mehr. Gut, Nadel hatte ich eine normale Stecknadel genommen, ne? Aber hier Stecknadel, zwei, drei Werkzeuge mehr. Ne? Das ist doch cool. Wenn ich Links von ihm finde, werde ich mal drunter hängen. Könnt ihr euch mal informieren, ne? Könnt ihr mit Sicherheit euch auch solche Griffschalen bestellen. Die sind ja wirklich cool, ne? Und somit hat man jetzt wieder ein cooles Werkzeug mit einem Haufen Basic Tools, die man im Alltag wirklich gut gebrauchen kann. Und man muss weder auf den Kreuzschlitz noch auf den Korkenzieher verzichten, ne? Okay, Leute, hier noch ein schönes blaues Cut-It Alux aus der Five Color Edition ohne Ring. Sehr schön für die Hosentasche zu mitführen. Ne? Ja, das geht einfach nicht ohne Cut-It. Ne? So, schön schwarz-blau. Das harmoniert natürlich auch sehr cool. Ne? Okay, Leute, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Dir, Udo, ein wahnsinniges Vergeltsgott für dieses geile Präsent. Ne? Voll des Pimp My Victorinox Set. Das musst du echt hier in so fertig abgepackt machen, ne? Und dann zum Verkauf anbieten. Ne? Das coole schwarze Pimping Set für 91 mm Victorinox Modelle. Ne? Das ist ja wohl rattenscharf. Okay, Leute, genug gequatscht. Wir sehen uns hier bald wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin sage ich immer schön einen Victorinox bereithalten. Okay, Leute, bye bye. Ciao, macht's gut. We'll be right back.